Milos, gestern ein souveräner Sieg am Ende gegen Füssen, die einige verletzte Spieler hatten. War es am Ende im letzten Drittel dann eine Frage der Kondition, dass es so deutlich war? Ja. So andere. Für uns ist jeder Gegner schwer. Hm. Jeder will bei uns oder uns schlagen. Und für uns ist nicht so leicht, wie das schaut. Mhm. Ja, wir haben gewonnen 6-1, aber der Spiel ist für uns immer schwer. Thema Kondition. Wie geht's deinem Fuß? Ja, schon besser. Etwas besser. Wie viel Prozent, denkst du, musst du noch aufholen durch die Verletzungspause? Wie viel fehlt da noch für dich persönlich? Das ist schwer zu sagen. Ich trainiere immer auch ein bisschen mehr alleine. Dann ich brauche mehr Zeit für Regeneration. Und für diese Regeneration ist wenig Zeit. In der Zeitung stand, und das muss ich auch sagen, das habe ich auch so ein bisschen beobachtet, du bist ein Tick offensiver in den letzten Spielen gewesen. Ist das etwas, was du dir vorgenommen hast, dich da öfter einzuschalten? Ich weiß nicht, ob diese letzte Zeit, aber ich war immer ein bisschen offensiv. Aber das ich mache nicht wegen, ich will schießen Tore oder so. Für mich ist es wichtig, unser Sieg. Es gab gestern eine Szene im Spiel, ein Unterzahltor vor Michi Frank. In der Szene warst du weit vorne, der Michi ist vor das Tor gezogen. Er hat mir nach dem Spiel gesagt, wenn er das Tor nicht gemacht hätte, hätte ihn der Trainer einen Kopf kürzer gemacht. Was hättest du als Trainer gesagt? Nee, das ist nicht so schlimm, aber war auf der anderen Seite ein bisschen komisch. Wir beide Verteidiger, wir waren vorne. In vielen Teams ist es ja so, dass der Co-Trainer speziell auf die Verteidiger achtet. Wie ist das mit Leos? Gibt Jan ab und zu Tipps für die Verteidiger oder wie teilt ihr euch da auf? Na, Jan hilft beide auf Verteidiger und Stürmer, für Stürmer auch. Aber er redet mit den Jungen, weiß. Mhm. Die brauchen noch lernen, viele und so. Oder wir sind ganze Mannschaft Junge. Ja. Auf andere Seite. Nee, Jan kann helfen, auch Stürmer und auch Verteidiger. Im Moment läuft es prima. Der EHC hat 11 Siege in Folge, in diesem Jahr noch umgeschlagen. Was sind aus deiner Sicht die Hauptgründe dafür, dass es im Moment so gut läuft? Ja, wir gehen Spiel zum Spiel. Wir konzentrieren auf jeden Spiel. Aber wir schauen, ich weiß nicht, ob alle, aber ich glaube, wir schauen nicht auf diese 11 Siege zusammen oder so. Aber wir wollen schlagen jede Gegner. Und wir wissen, die andere Gegner oder alle Teams will schlagen uns. Und Leos macht gute Taktik. In meinen Augen. Ja. Die nächsten beiden Spiele sind zwei Auswärtsspiele in Deggendorf und in Selb. Was ist aus deiner Sicht die realistische Ausbeute aus diesen beiden Spielen? Was ist da drin? Ja, wie ich habe gesagt, jeder uns will schlagen und für uns ist schwer, aber wir müssen richtig defensiv spielen und dann wir warten auf unsere Chance, wie immer. Ein ganz anderes Thema. Du bist jetzt schon einige Jahre in Deutschland. Es gibt doch das Gerücht, ich habe es im Internet gelesen, dass du einen deutschen Pass beantragen kannst. Ist da was dran? Ja, wir wollen jetzt nach Saison probieren. Und ich glaube, ich schaffe das noch. Ich muss machen diese deutsche Test. Mhm. Und schauen wir mal, wie schneller läuft das. Okay. Ein weiterer Themenwechsel. Du hast gute Connections. Du hast, ich glaube, den Jan Melicher hier empfohlen als Co-Trainer und als Nachwuchstrainer. Und du kennst auch den Peter Halusa. Von wo hast du ihn kennengelernt und wie kam der Wechsel zustande? Ja, er war auch kurz in Bremen, wo ich komme her. Mhm. Und wir haben gegen sich gespielt, weiß vorher. Ich war in Havířov, er war in Hradec Králové. Und kennst du die Leute, welche gegen dir spielen? Okay. Du bist als Mensch
immer gut drauf und auch sonst ein echter Gentleman, auch auf dem Eis. Wenn man dich auf die Palme, wenn man dich ärgern möchte, wie kann man dich ärgern? Was ärgert dich? Das ich kann dir nicht sagen. Ne? Ja, ich schaue auf ihre Situation positiv. Okay. Wenn es neben dem Eishockey, ich weiß, du machst noch einige andere Sportarten. Wenn es da noch eine andere Sportart gibt, die dir am besten gefällt, was ist da die Nummer 1 neben dem Eishockey? Das ist ganz eine schwere Frage. Ich liebe Tennis, jetzt wir spielen Badminton viel, Fußball ist auch super, Skifahren, aber wir können nicht. Das ist schwer. Ich mag alle Sport, okay. Ich glaube. Wer ist wir? Mit wem machst du was zusammen? Wir spielen alle, jetzt viele auch. Alex Brickmann, Steve Billig, Mark Whitford und wir tschechische Gruppe. Okay. Tennismatch, Milos Vavrusa gegen Yannick Herm. Wer gewinnt? Yannick war besser. Woran liegt es am Aufschlag? Das war ein Tiebreak, ich glaube. Okay. Aber war ein langes Spiel. Alles klar. Milos, danke für das Interview. Ja. Erstmal, dass es auch mit dem Knöchel weiter besser wird. Danke. Und natürlich viel Erfolg weiter. Dankeschön.